Ja, ich bin Florian Funk-Holler, bin 28 Jahre alt, spiele auf der Rechtsaußenposition und bin in meiner fünften Saison jetzt beim VfL Gummersbach. Wir haben damals in der Schule Handball gespielt als Schulsport und der Schullehrer war gleichzeitig der Vereinstrainer von meinem damaligen Verein TV Aldekerk. Und er meinte, ich soll mal zum Handball kommen und das mal auszuprobieren und ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Also ich konnte damals, als ich 17 war und meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe, konnte ich von den erfahrenen Spielern, die damals bei der HSG Düsseldorf waren, sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel mitnehmen. Und den Jungs bin ich heute noch sehr dankbar und habe auch noch viel Kontakt mit denen. Also in erster Linie finde ich die Stadt Gummersbach sehr interessant und die neue Halle Schwalbe Arena ist auch unfassbar schön und es macht immer wieder Spaß, hier zu spielen. Und es ist ein sehr familiäres Umfeld und jeder kennt jeden hier und das macht sehr viel aus und man fühlt sich dann sehr wohl hier und das ist für mich sehr entscheidend. Also ich würde gerne beim VfL erreichen, dass ich mich persönlich weiterentwickle und dass wir diese Saison und die darauf folgenden Saisons halt mit dem Abschied nichts zu tun haben und uns Stück für Stück weiterentwickeln, weil wir eine gute Mannschaft haben und der Teamgeist einfach in der Mannschaft stimmt. Ich studiere beim IST in Düsseldorf Sport und Management. Also bisher bin ich von Verletzungen verschont geblieben und klar, kleinere Blessuren hat man schon, die bleiben nicht aus, aber die größeren Verletzungen sind zum Glück ausgeblieben und darüber bin ich sehr froh. Also ich habe angefangen Handball zu spielen beim TV Aldekerk, wo ich auch den ehemaligen Mitspieler von uns Julius Kühn kennengelernt habe. Von da an ging es für mich nach Dormagen, von Dormagen aus bin ich nach Schwerin und dann nach Flensburg. Von Flensburg aus nach Gummersbach und in meinem zweiten Jahr in Gummersbach wurde dann Julius wieder verpflichtet und da sieht man mal wieder, wie klein die Welt beim Handball ist. Ich mag den Kontrast zwischen Gummersbach und Köln, weil Gummersbach ist eine handballverrückte Stadt und es ist ein bisschen ländlich gelegen und wenn man den kurzen Weg nach Köln mal auf sich nimmt, hat man da eine große Stadt mit vielen Möglichkeiten, die man da machen kann und es gefällt mir ganz gut, dass man da auch mal in eine große Stadt fahren kann.